Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier heute mit Dr. Hendrik Jungaberle. Er kennt sich sehr gut mit Drogen aus. Er hat schon viele Studien zu Drogen gemacht und auch Bücher geschrieben. High sein zum Beispiel ist das Neueste, oder? Ich halte gerade mal die Kamera. Guck mal, kauft sie alle bitte. Ja. Ja. Ich werde steinreich. Und das hier habe ich vor 8 Jahren gemacht. Da dreht sich speziell um die Therapie mit LSD, MDMA und Psilocybin. Also wie man die in der Medizin einsetzen kann. Schneide das bloß nicht raus. Nee. Ich habe mein Publikum auf Facebook gefragt, was sie für Fragen an dich hätten. Und ich habe noch ein paar eigene Fragen. Als erstes, die erste Frage wäre, darf man als sozusagen, du bist ja ein seriöser, angesehener Wissenschaftler, darf man da öffentlich irgendwas zu eigenem Drogenkonsum sagen oder muss man Angst haben, dass man da Kredibilität verliert? Ja, ob ich nach dem Interview noch als seriös bin, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Simon. Das ist ein schwieriges Thema. Also führt aber mitten rein in die Problematik von Reden über Drogen. Bis vor kurzem war es so, dass jemand, der eingestanden hätte, dass Erfahrung mit illegalen Substanzen hat, seine Glaubwürdigkeit verloren hat. Ja, also. Weil ja die Theorie in der Öffentlichkeit, jemand, der mit solchen Substanzen zu tun hat, ist abhängig vorherrscht. Also eigentlich eine unsinnige Theorie, die auf Unerfahrenheit oder Ängstlichkeit beruht. Also ich habe das jetzt öfter mal getan, über meine Erfahrungen berichtet und habe ein positives Echo geerntet. Ah, okay. Also es gibt die einen hören weg, weil sie es nicht glauben, ja. Die anderen aber versuchen herauszufinden, wie meine Erfahrung sich denn unterscheidet von jemand, der das jetzt so ein bisschen unprofessioneller macht. Vielleicht. Unprofessioneller macht oder vielleicht auch so ein bisschen destruktiver mit sich umgeht. Ja, genau. Tue ich, glaube ich, nicht. Das denke ich auch mal. Also würdest du jetzt zum Beispiel sagen, was war jetzt deine letzte Erfahrung? So, welche Substanz war das und was für eine Dosis hattest du da? Oder du brauchst auch nicht beantworten, wenn du nicht willst. Simon, ich erzähle dir nicht von meiner letzten Erfahrung, aber ich erzähle dir von meiner wichtigsten Erfahrung. Das habe ich sowieso eine Frage dann später dann noch. Ich bin zu dem Thema psychoaktive Substanzen eigentlich über Meditation, Yoga und so Zeug gekommen. Ah, okay. Ja, also so, ich habe mit 13 angefangen Yoga zu machen. Oh. 16 angefangen regelmäßig zu meditieren und war da ziemlich truff auf dem Stoff Meditation. Okay. Mindestens bis 24, mache es aber heute auch noch. Ja. Und mit 27 hat mich ein sehr interessanter Mensch in eine Art Selbsterfahrungsgruppe eingeladen, wo die LSD ausprobiert haben. Okay. Und das war eine super wichtige Erfahrung für mich, die mir gezeigt hat, dass es in meinem Leben noch ganz neue Seiten gibt, emotional und auch was die Schönheit der Welt betrifft. Es war eine richtig lebensverändernde Erfahrung. Also jetzt ist ja sozusagen dein Expertengebiet sozusagen die Drogen so fast. Dafür bist du bekannt. Was glaubst du wäre dein Expertengebiet, wenn es nicht die Drogen wären? Wäre es dann nur Yoga oder gäbe es da noch so was anderes, was dich sehr interessiert? Ich habe mich immer für Menschen in Extremsituationen interessiert. Ah. Also sowohl positive als auch negative. Also Menschen, die an Grenzen gehen, die über Grenzen hinausgehen. Gar nicht so sehr, weil ich das ständig tue. Ich habe zwar auch so eine Neigung, aber es ist nicht so, dass ich so der typische Grenzgänger bin, sondern weil mich Intensität sehr interessiert. Menschen, die dadurch, dass sie so Erfahrungen gemacht haben, einfach offener sind für alternative Wirklichkeiten. Ah, sehr interessant. Also das kann auch mal eine Unfallerfahrung sein oder Unfall jemand, oder der beim Bergsport etwas Ungewöhnliches erlebt oder abgestürzt ist oder jemand, der sich sehr früh mit dem Tod auseinandersetzen musste, wie ich übrigens auch. Also meine Erfahrungen mit dem Psychedelika waren von Anfang an so verbunden mit meiner Auseinandersetzung mit Todesfällen in meiner Familie. Ah, okay. Diese Auseinandersetzung mit so Fragen wie geht man denn mit Sterben und Tod? Ja. Wie schafft man es denn, sich ein sinnvolles Leben aufzubauen, was jetzt nicht nur aus Geld verdienen und so weiter besteht? Da ist die Erfahrung mit diesen Dingen einfach wichtig, Grenzerfahrung. Das weiß, denke ich, auch jeder, dass man, jeder, der schon mal sowas genommen hat, dass man vor allem eben auf solchen Räuschen sich eben vor allem mit Tod oder mit Geld oder sowas befasst und da die ganze Zeit drüber nachdenkt.
Oder halt auch, wenn du auf einer psychedelischen Erfahrung eher einen Ego-Tod hast, ist ja, könnte man sagen, so eine Art von Tod. Welche Drogen sind deiner Meinung nach alltagstauglich? Gibt es da welche? Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, ob du mir das erläutern kannst, was der User mit alltagstauglich meint. Also von den Substanzen, über die wir gerade gesprochen haben, wie LSD, ja, Psilocybin, die brauchen ja Zeit. Ja. Und wenn man es klug macht, bauen sie auch Vorbereitung und Nachbereitung. Das heißt, die kann man nicht mal, wenn man mittwochabends irgendwie von der Arbeit das kommt, ist klar, das mal Spannung kurz, so. Funktioniert einfach nicht, weil sie in der Auseinandersetzung brauchen. Was mit Microdosing dann, das könnte man schon ein bisschen regelmäßiger machen. Microdosing, also ich wechsle mal in die Forscherrolle, nicht in die selbst erzählen über mich Rolle. Ja. Es gibt super wenig Wissen darüber, wer vom Microdosing eigentlich profitiert. Okay. Also ich weiß natürlich, dass auch hier in Berlin in der IT-Szene Leute das machen, was auch in Kalifornien gemacht wird, so mit Microdoses experimentieren. Und es gibt eine Menge Menschen, die da die Erfahrung machen, sie werden kreativer oder sie können auf eine längere Zeit ungewöhnlich arbeiten. Ja. Ja. Aber ich würde da gerne mal drüber forschen. Ja. Also ja. Wer profitiert davon? Da gibt es noch gar nicht so viele Forschungen, gibt's, oder? Gibt es ganz wenig darüber. Coca-Blätter kauen anstatt Koffein trinken? Fragezeichen. Denkst du, das wäre eine gute Alternative? Die Coca-Blätter haben ja nicht dieses hohe Suchtpotenzial vom Kokain. Ja, genau. Weiß ja jeder. Ich meine, in Südamerika wird es ja verwendet, ja, für lange Arbeitsstrecken, wobei Leute dort vor allem körperliche Arbeit durchgeführt haben. Also auch da, natürlich gibt es Menschen, die das hier machen und Menschen, die damit gut umgehen. Ja. Ich finde, so von dem, was ich über Coca-Blätter weiß, ist es eine etwas anspruchsvollere Droge als Koffein. Okay. Man muss also gut gucken, wie man die eigenen körperlichen Bedürfnisse so wahrnimmt unter Coca-Einfluss. Muss man also auch aufpassen sozusagen. Man muss aufpassen. Also bei Koffein ja eigentlich auch, ne? Na klar. Sag mal, trinkst du Kaffee? Überhaupt gar nicht. Ah ja. Du? Ja, und ich mache immer mal wieder Pausen, weil ja, ich muss gestehen, Kaffee ist so die einzige psychoaktive Substanz, wo ich so ein bisschen einen Drang spüre, wenn ich anfange. Okay, okay. Mehr. Okay, ja? Bei mir ist es immer so, also ich versuche darauf zu achten, dass ich es nicht nehme, weil mir ist aufgefallen, dass wenn ich eben total lange Pause habe und ich Koffein trinke, dann kann ich dann, wenn ich es mal brauche, dann reicht mir eine Dose Red Bull, dass ich so locker eine Nacht durchmachen kann und das auch dadurch, dass du es gezielt einsetzt und keine Toleranz hast, das ist dass der so Punkt. Viel krasseren dann Effekt. Dann hast du keine Toleranz, dann, oder der Effekt genau ist einfach stärker. Ja. Pausen machen ist sowieso eine gute Idee bei allen Substanzen. Ja, das ist natürlich klar. Genau, ganz viele wollten wissen, was deine Meinung zu Marlene Mortler ist. Ursprünglich wollte ich die Frage gar nicht stellen, weil ich habe mir so gedacht, ja, ist doch klar, dass du jetzt eine andere Meinung zu dem Ganzen hast als sie, aber du hast ja sie mal persönlich getroffen oder es gibt ein Interview, wo... Auf Zeit online. Ja, also das war online alles oder hast du sie persönlich auch dann getroffen oder? Ja doch, natürlich. Okay. In der Zeitredaktion haben wir miteinander geredet. Also es war kein Interview, es war ein Streitgespräch miteinander. Ja. Also ich stehe nicht auf Marlene Mottler-Bashing persönlich, sondern ja, wie ist die Situation? Keine der Bundestagsparteien hat bisher jemals eine Drogenbeauftragte gewählt oder bestellt, die eine Fachpolitikerin war, die also irgendeine Form, zumindest von gesundheitspolitischem Wissen oder sowas eingebracht hat. Marlene Mottler ist einfach so, weil sie aus der CSU ist und weil sie vermutlich keine großen Reformvorschläge machen wird, okay, aber auf diesen Posten gewählt worden. Wenn du jemanden kennenlernst, der so die typische Meinung über Drogen hat, Drogen sind nur schlecht, es kann nichts Positives drin bringen, jeder wird von Drogen süchtig, sie sollten verboten bleiben. Was ist so das, was du diesen Leuten als erstes sagen würdest, damit die da vielleicht zum Umdenken angeregt werden? Empfehlst du ihnen eine bestimmte Doku oder hast du so ein Top-Argument, wo du dann schnell bringst? Du eigentlich nicht. Das Erste, was ich mache, ich versuche, die nicht zu bekehren. Weil okay, du weißt ja, Leute, die oft so eine Suchgeschichte hatten und sich da rausgearbeitet haben, die sind ja oft auch so missionarisch drauf. Ja? Und man wird ja leicht missionarisch, wenn man sich mit so ganz intensiven Erfahrungen beschäftigt. Sei es Bergsteigen oder Psychedelika oder so. Ich versuche nicht missionarisch zu sein. Wenn die Leute wirklich daran interessiert sind, das Themengebiet zu verstehen, dann versuche ich, verschiedene Geschichten von Menschen zu erzählen, die einen positiven Umgang mit Substanzen gefunden haben. Oder von Menschen, die
die... Also jetzt eher so wirklich so Geschichten, einzelne Geschichten und nicht sowas wie, ja, man klar, sieht in Portugal, also nicht jetzt so allgemein Zahlen. Ich fange wie du, glaube ich, auch in den letzten Monaten oft an von Risikovergleichen zu reden, wie sie David Nutt gemacht hat. Also, und darüber kann man gut klar machen, dass Drogen ja nicht nur eine Gefahr, nicht nur eine Dimension von Risiken haben, sondern viele Dimensionen und dass es unterschiedliche Gefährlichkeit von Drogen gibt. Ja, ja. Das ist ja etwas, was zum Beispiel die Marlene Mottler für total sinnlos hält, was Wahnsinn ist. Denn wenn man die Gefährlichkeit von Substanzen nicht vergleichend einschätzt, hat man überhaupt kein Instrument, um vernünftige Politik zu machen. Natürlich. Alkohol, denk mal an Alkohol, was der für Schäden, 40 Milliarden jährlich für die Volkswirtschaft verursacht. Wenn man da nicht genauer hinguckt und die Risiken nicht genau beurteilt, verändert man die Politik natürlich nicht. Ja. Das haben wir hier nochmal dargestellt. Guck mal. Mhm. Erstmal Davids Studie, die ist dreimal durchgeführt worden, 2007, 2010, 2013. 2014 ist der letzte Text gemacht worden. Da hat er 40 europäische Experten zusammengesetzt. Mhm. Das ist ja ein Expertenrating. Und die beurteilen Schäden für die Konsumenten selber, körperliche, psychologische, soziale Schäden und Schäden für andere. Ist es eigentlich bei der Studie so, dass konnte man eigentlich irgendwie Unreinheiten berücksichtigen oder so? Zum Beispiel, wenn jetzt da irgendwas steht, der Schaden von Heroin, wird dann davon ausgegangen, dass es reines Heroin ist? Also, gute Detailfrage. Nee, zum Beispiel, wenn die Crack oder Heroin beurteilt haben, dann haben die Experten sowas wie Metastudien angeguckt und gelesen. Und da ist natürlich alles drin, was als Straßenheroin verkauft wird. Okay, also, es ist also hier wird nicht, also was hier nicht gemacht wird, ist die Schädlichkeit und der Nutzen von reinen Substanzen auf einen Menschen zu beurteilen. Nein, sondern alles, was hier unter den gängigen Bedingungen von Kriminalisierung der Drogen im Umlauf ist, wird hier beurteilt. Okay, wurde dann auch sozusagen beurteilt, dass das Heroin gespritzt wird, weil wenn man es zum Beispiel trinken würde, wie es früher im Hustensaft war, dann wäre es ja nochmal auch... Noch das ist sogar ein wesentliches Kriterium, warum Substanzen wie Heroin, Kokain so weit oben sind. Alle Substanzen, die IDU benutzt werden, Injecting Drug Use, sind per se schon mal, haben per se ein höheres Risiko, weil die Infektionskrankheiten dazu steigen, die Möglichkeit von Infektionskrankheiten. Das heißt, das Ranking könnte doch mal komplett anders aussehen, wenn Drogen legal wären wahrscheinlich, weil dann könnte man das nochmal anders machen. Würde es vermutlich. Bist du der Vater von Jenke? Ich bin weder sein Sohn noch sein Vater. Der Sohn meintest du. Ja, der Sohn, stimmt. Sorry, ich hab's falsch gestellt. Bist du der Sohn von Jenke? Nee, Simon, Jenke ist wirklich 2 Jahre älter als ich. So früh hat er es noch nicht drauf. Du bist mein Sohn, jetzt hab ich das. Hey. Jetzt weiß ich das die ganze Zeit. Und übrigens haben ja viele Leute gefragt, ob das alles gespielt war von ihm. Ich bin überzeugt, dass das nicht gespielt war. Ja, ich kann mir schon vorstellen, da er ein Schauspieler ist, dass er seine Impulse so ein bisschen überzogen hat. Nicht in der Szene, sondern eher bei dieser anderen Szene, wo er dann davongelaufen ist, bei dieser Paranoia-Szene. Da kann ich mir vorstellen, dass er jetzt noch was Dramatisches produzieren wollte. Ich weiß nicht, also ich glaube das nicht mal. Also ich glaube, dass, also ich du weißt ja jetzt weniger wie du, aber ich glaube, dass das 100% real war, weil ich kann aus meiner eigenen Erfahrung immer sagen, bei mir posten die Leute auch total oft unter Videos, dass ich das spiele und ich weiß nicht, weil jeder reagiert anders auf Drogen und die sehen dann sowas und denken sich, so würde ich überhaupt nicht auf Drogen reagieren. Ja. Aber als ich den Satz gesehen habe, also als er das so gesagt hat, so wir können ihn nicht trauen, habe ich mir gedacht, ich kann mir vorstellen, wie ich so drauf bin. Das ist nicht selten, dass Leute Paranoia haben. Also Angst schieben, sich beobachtet fühlen. Und was die RTL-Leute ja gemacht haben, ist, sie haben die ganzen positiven Erfahrungen, die er hatte, einfach rausgecuttet. Man sieht immer noch was, wenn man genau hinguckt. Ja. Aber das war schon real, was er erlebt hat. Es hat halt 2 Minuten gedauert und nicht 2 Stunden. Also es war kein Horrortrip. Ja, also das ist jetzt bezogen auf das Jenke-Experiment. Ich gehe mal davon aus, dass das richtig gutes getestetes Acid war. Wenn ja, nehme ich einen ganzen Bogen. Sendet ihr auch auf Packstationen?
Und was ist dein Stundenlohn, wenn man dich als Trip-Sitter anmieten kann? Also, mieten will? RTL hat mich angefragt. Ich habe ihnen gesagt, ich mache dieses Trip-Sitten, wenn ihr mit mir nach Portugal fahrt. Ich wollte die rechtliche Umgebung von Portugal haben. Okay. RTL hat das LSD besorgt. Ach so, tatsächlich? Ja, genau. Okay. Da gab es Hinweise und es gab eine Testung von Volker Auwärter. Ja, Volker Auwärter ist ein Toxikologe an der Uni Freiburg. Okay, das LSD war in Ordnung. Okay, ja. Wunderbar. Packstationen, also wir sowieso nicht. Stellt RTL auch an Packstationen vielleicht dann, wenn die das besorgt haben. Schreibt bitte alle RTL. Ja, genau. Macht das bitte alle. Ja. Und ich mache normalerweise kein Trip-Sitting. Das ist sehr, sehr, sehr speziell. Wir haben ja alle die RTLs Beitrag. Also RTLs Jenke-Experiment gesehen und da wurde natürlich vieles falsch dargestellt und so. Passiert natürlich beim Thema Drogen sehr oft, dass irgendwas zu Unrecht verteufelt wird und so. Glaubst du, die machen das hauptsächlich, weil sie Angst haben vor Jugendschutzanzeigen oder glaubst du, dass es irgendwie noch irgendwelche sowas, also tiefere Gründe haben, dass sie so nicht wollen, dass Drogen legalisiert werden oder so? Oder glaubst du, das wollen sie sowieso nicht. Ja. Ich habe das Jenke-Team ja kennengelernt, die haben es nicht mal fertig gebracht, Grundinformationen zu lesen über die Substanzen, die sie dort gezeigt haben. Da ging es um Quote. Die haben 24% gehabt und die waren besoffen von diesen 24%. Ja. Ich bin nachher angerufen worden und die Regieassistentin hat geklungen, als ob sie jetzt 3 Flaschen Sekt gerade getrunken hätte. Darum ging es erstmal, also schockierende Dinge zu zeigen, die genau das abbilden, was die Leute erwarten. Okay. Mir haben sie allerdings selber vorgegaukelt, dass sie gerne auch Alternativen und so weiter zeigen wollen. Und ich meine, jetzt verdienen sie auch die Prügel, ist doch klar. Ja. Und die haben es nicht mal geschafft, den Unterschied zwischen Psychedelika und Heroin und Heroin und Methamphetamin darzustellen. Und das ist einfach eine üble journalistische Verfehlung. Ja, aber du glaubst, das ist aber jetzt nicht irgendwie so was Insgeheimes, sowas wie, dass die Sender ja verschwörungsmäßig, weil es gibt immer total viele Zuschauer von mir, die sagen, ja, alle Sender arbeiten mit dem Staat zusammen und deswegen so ist es einfach nur die Quote. Hört mal, in den Sendern sitzen genauso ahnungslose Jugendbeauftragte. Ja, genau. Deren Idee ist, wenn man einfach nur die schlechten Seiten von Drogen zeigt, schreckt man Leute ab. Ja. Dass das nicht die ganze Wahrheit und Wirklichkeit ist, kapieren die gar nicht. Also ich vermute erstmal, dass es da keine Pläne und Verschwörungen gibt. So sehe ich das auch. Aber irgendwie, ich denke, das ist irgendwie komisch. Mir kommt es so vor, als so drogenaffine Leute oft so anfällig sind für irgendwelche Theorien. Total. Ja. Ich glaube übrigens auch nicht an Chemtrails. Glaubst du an Chemtrails? Nee. Ist es was Besonderes heutzutage, wenn man nicht an Chemtrails glaubt? Es gibt da gerade einen Teil der Psychedelika-Szene, der ist total drauf fokussiert. Ja, ja. Also, es ist total unlogisch. Ja, also vor allem, also ich habe so ein paar Erklärungen gelesen, da wird Wetterforschung betrieben. So die Erklärung, die kann ich einem noch abkaufen. Aber wenn ich da so Erklärungen höre, wie, ja, die wollen durch die Chemtrails die Gesellschaft krank machen oder sowas, bei solchen Erklärungen denke ich mir so, hä? Inwiefern profitieren die dadurch, dass sie alle vergiften? Da wohnen doch selbst Leute so, das ist ja irgendwie so, als würde man so den bösen Plan aus dem Film nehmen. Es ist unlogisch oder so. Und jeder würde sich solche Substanzen wünschen, die Menschen so verändern können. Die jetzige Drogenpolitik oder die Drogenverbote, was glaubst du, ist da die eigentliche Ursache davon? Also so, es gibt ja da auch wieder so Verschwörungstheorie, ja, die Pharmaindustrie bezahlt die Leute, dass Gras nicht legalisiert wird oder gibt es ja auch andere Erklärungen, ja zum Beispiel Harry J. Anslinger ist an allen schuld, der alles verboten hat. Was glaubst du, ist der Hauptgrund, warum Drogen noch verboten sind oder die jetzige Drogenpolitik so geführt wird? Die internationalen Verträge ab 1961 sind zu einer Zeit geschlossen worden, als man kaum Ahnung hatte, was für Substanzen das sind, als die Leute überängstlich waren und als die moralischen Bedenken gegen Drogen einfach wahnsinnig groß waren. Das ist letztendlich auch das Erbe unserer christlichen Gesellschaft. Ja. Inzwischen gibt es halt Strukturen international, diese Drogen, Anti-Drogen-Strukturen in der Kriminalpolizei, Interpol und so weiter, die alles verfestigen. Und eine große Ahnungslosigkeit bei
Abgeordneten und Politikern. Ja. Also die wissen es wirklich nicht besser, glaubst du, oder glaubst du, dass... Uns haben eine große Angst, es gibt viel Angst bei Menschen. Was passiert denn, wenn wir eine andere Politik machen würden? Dann gibt es Gruppen, so ganz weit hergeholt ist natürlich nicht, die profitieren von der jetzigen Situation. Das sind aber eher mafiöse Organisationen, die Pharmaindustrie zum Teil. Was ich eher einen Skandal finde, einen richtigen Skandal, dass die meisten der Substanzen, die heute so große Schäden verursachen, von Pharma Unternehmen entwickelt worden sind, die sich heute null daran beteiligen, dass die Schäden weggekehrt werden. Ja. Überlegt mal, das ist genauso, die kriegen viele Mittel, um zu forschen oder investieren die, um zu forschen, kriegen viele Gewinne rein, wenn die da Dinge funktionieren, aber wenn sie wie im Fall von Heroin, von Bayer vermarktet, das Hustenmittel, nicht funktionieren, dann bezahlen die Steuerzahler. Ja, weil davon profitieren sie ja nichts, wenn sie jetzt da die Schäden ausgleichen. Ist nicht in Ordnung. Ja. So, da es sehr viele Fragen gab, teilen wir das Ganze in zwei Teile, da eure Aufmerksamkeitsspanne nicht so gut ist, das wissen wir ja alle. Also das war's. Außerdem rede ich so lange und so kompliziert. Er wollte eigentlich sagen, ich rede zu kompliziert. Ja. Also das war Teil 1. Abonniert diesen Kanal für Teil 2. Bis dann. Wie viel Acid bräuchte man, um die ganze Frischwassertrinkzufuhr zu einer Großstadt zu veredeln? Ihr wisst ja, dass es solche Pläne bei der CIA gab und